Der VfL Bochum hat einen neuen Angreifer. Luis Mosse kommt ablösefrei zum VfL Bochum. Ja, Luis Mose. Ähm, ich persönlich habe noch nicht sehr viel von ihm gehört, hat aber Premier League Erfahrung von knapp 100 Spielen und die Vereinsführung ist sehr von ihm angetan, weil er die beste Ausbildung in Frankreich genossen hat und das, ja, denke ich, passt gut zu dem Spielstil von Bochum, also laut der Geschäftsführung. Und ablösefrei, glaube ich, da kann man nichts falsch machen. Er hat ja zuletzt jetzt für Salernitana in der Serie A gespielt und war dadurch am Ende vereinslos und hat jetzt in dem VfL Bochum eine neue Herausforderung gefunden. Und auch er selber sagt, dass er bisher nur aus den Medien von der Bundesliga gehört hat und dass er sich sehr auf dieses Abenteuer freut und auf jeden Fall bereit ist, dem VfL Bochum zu helfen und er alles dafür tun wird. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe noch nicht sehr viel von ihm gehört. Aber ich denke, wenn du 100 Mal in der Premier League spielst, kannst du nicht so schlecht sein. Und es ist damit ja seine dritte Station in den Top-Ligen. Deswegen lassen wir uns überraschen. Ich glaube, er ist auch schon in Bochum angekommen. Wurde auch schon vorgestellt. Aber wie gesagt, ich kann ihn nicht richtig einschätzen. Deswegen geben wir ihm zwei, drei Spieltage. Da werden wir sehen. Was er so drauf hat. Wie findet ihr den Transfer? Wenn ihr mehr Informationen habt wie ich, schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.